Ja, hallo bei den Nerdsnacks. Heute geht es um eine User-Anfrage, denn ein Benutzer hatte mich in einem Kommentar gefragt, hey, wie sieht denn das aus, wenn ich bei einem Rechteck, ja, hier bei ordentlichen Lineal, wenn ich bei einem Rechteck nur den Flächeninhalt und den Umfang gegeben habe, aber mein A und B nicht kenne. So, ihr wisst ja, Flächeninhalt ist gleich A mal B und Umfang ist gleich 2a plus 2b. So, wenn ich jetzt also nur weiß, wie groß der Flächeninhalt und wie lang der Umfang ist, dann muss ich ein bisschen tricksen. Geht aber auch. So, ich hatte in einem anderen Video bereits schon mal die Formel umgestellt für den Umfang. Das macht das Ganze etwas einfacher. Nämlich, wenn ich rechne u halbe ist gleich a plus b, dann hilft mir das schon mal erheblich weiter. Und wenn ich jetzt als Beispiel habe, Flächeninhalt ist gleich 10 Zentimeter Quadrat und U ist gleich 14 Zentimeter. Dann muss ich die Formel ein bisschen umstellen. Ich weiß also, zum Beispiel, wenn ich jetzt das in die Formel einsetze, 14 Zentimeter durch 2, na, hier U durch 2 ist gleich A plus B. Dann weiß ich, 7 cm ist gleich a plus b. So, und wenn ich weiß, dass 7 cm a plus b sind, dann könnte im Prinzip Folgendes gelten, wenn wir mit ganzen Zahlen arbeiten. A und b. So. So. A ist gleich 1 cm, B ist gleich 6 cm. Ergibt zusammen 7. A ist gleich 2 cm, B ist gleich 5 cm. A ist gleich 3 cm, B ist gleich 4 cm. A ist gleich 4 cm, B ist gleich 3 cm. A ist gleich 5 cm, B ist gleich 2 cm. Und A ist gleich 6 cm und B ist gleich 1 cm. So, und jetzt kann ich gucken, welche von diesen Zahlen, wenn ich die miteinander multipliziere, ergibt 10. So, 1 mal 6 sind 6, fällt schon mal weg. 2 mal 5 sind 10. Das heißt also, hier habe ich eine Möglichkeit. 3 mal 4 sind 12, 4 mal 3 sind 12, 5 mal 2 sind wieder 10 und 6 mal 1 sind 6. Das heißt also, ich habe eine Lösung für a gleich 2 cm, b gleich 5 cm und für a gleich 5 cm und b gleich 2 cm. Das haben wir weggesnackt. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr kein Video mehr. Gebt mir ein Like, kommentiert mein Video. Ihr könnt gerne jederzeit neue Anfragen stellen, die ich dann beantworten werde mit einem Video oder einfach in einem Kommentar. Und teilt es euren Freunden, dann haben die auch was davon. Danke fürs Zuschauen.